Hast du Probleme, nachts gut zu schlafen? Das geht uns allen manchmal so. Bei all dem Stress, der uns umgibt, kann es schwer sein, einzuschlafen, durchzuschlafen und ausgeruht aufzuwachen. Stress und elektromagnetische Frequenzen von Handys, Computern und anderen elektronischen Geräten sind dabei nicht gerade hilfreich. Helles Licht und andere Dinge können unser Nervensystem und unsere Schlafhormone verändern. Wenn du nicht genug Schlaf bekommst, kann dein Körper nicht mehr richtig arbeiten. Deine kognitiven Fähigkeiten werden schlechter, deine motorischen Fähigkeiten lassen nach, deine Energie sinkt und du hast ein höheres Risiko für Krankheiten und Gesundheitszustände wie Fettleibigkeit, Diabetes und Krebs. Du fühlst dich besser, arbeitest besser und beugst Krankheiten vor, wenn du jede Nacht mindestens 8 Stunden Schlaf bekommst. In diesem Video verraten wir dir, welches Hausmittel dafür sorgt, dass du wieder gut schlafen kannst. Am einfachsten ist es, zu einer Schlaftablette zu greifen. Aber ist das eine gute Idee? Für eine kurze Zeit mag es funktionieren, aber in Wirklichkeit schadet es der Gesundheit und den natürlichen Fähigkeiten deines Körpers. Schlaftabletten können Schwindel, Verstopfung, Magenschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme und Schäden am zentralen Nervensystem mit sich bringen. Was kannst du tun, wenn du die schlimmen Folgen von Schlaftabletten vermeiden willst? Die Antwort ist Bananen-Zimt-Tee. Bananenschale und Zimt sind eine gute Möglichkeit, Schlaflosigkeit und andere Schlafstörungen zu vertreiben. Bananen sind voll von Kalium und Magnesium. Die meisten Menschen wissen nicht, dass diese Bananenschale noch mehr Kalium und Magnesium enthält als die Banane selbst und werfen sie einfach weg. Du solltest das in Zukunft nicht mehr tun. Kalium und Magnesium sind hilfreich für das Nervensystem und können die Muskeln beruhigen. Magnesium ist sogar das wichtigste Mineral, um die Muskeln zu entspannen und kann Muskelkrämpfe und andere Schmerzen lindern. Zimt ist großartig, weil er den Blutzuckerspiegel ausgleicht. Wenn dein Blutzuckerspiegel aus dem Gleichgewicht ist, hast du vielleicht nachts Energie oder bist tagsüber müde. Hier sind die Zutaten für das Rezept. Du brauchst eine Bio-Banane mit Schale, eine kleine Kanne Wasser und ein wenig Zimt. Schneide beide Enden der Banane oben und unten ab und lege sie in einen Topf mit kochendem Wasser. Noch besser ist es, wenn das Wasser Quellwasser ist oder auf irgendeine Weise gefiltert wurde. Koche es für etwa 10 Minuten. Streue auch etwas Zimt in das Wasser. Wenn du etwas Stevia zum Süßen hinzufügen möchtest, tu das. Stevia hilft, den Blutzuckerspiegel auszugleichen und lässt den Blutzuckerspiegel vor dem Schlafengehen nicht ansteigen. Gib noch etwas Zimt hinzu, wenn du möchtest, und genieße. Diese Mischung kannst du jeden Abend trinken und dann von einem ruhigen, erholsamen Schlaf profitieren. Probiere es also unbedingt aus. Möchtest du jetzt noch wissen, was mit dir passiert, wenn du vor dem Schlafengehen eine Minute plankst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.